So, jetzt wieder einen Augenblick warten. Ba, ba, ba. Da. Und ich glaube, dann sollten wir es gleich ganz gut hinkriegen. Ich glaube ja. Oh, ich hoffe. Ich will den Weg nicht normal laufen. So, komm. Dab, 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 dab. Lauf ab. Sehr schön, dann sind wir hier jetzt auch wieder voll. Die Heilungsfragmente. Nee, das hier ist ein bisschen mehr Heilung, glaube ich. Das heißt, das werde ich jetzt erstmal vorrangig benutzen. Die gute Erholung. Ja, denn vollgebufft und ohne Hirn bieten wir dem Feind die Stirn. So, ich konzentriere mich, also bitte nicht wundern, dass ich wenig rede. Na, würdest du bitte? So. Schlau. So. Das sollten wir jetzt eigentlich hinkriegen. Los, Randa. Okay, vorbei. Kurz heilen. Boah, ich bin ihm sogar ausgewichen. Ich habe ihn leider nicht mehr getroffen, aber ich bin dem Ganzen ausgewichen. Oh, komm schon, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Heilen. Ja. Oh, oh, oh. Du stehst auf der falschen Seite der Geschichte. Nein. Ich nicht liebe. Das wäre ein günstiger Augenblick, um zu gehen. Ups. Viel Glück mit eurem Turm, Dämonen. Betet, dass ich nicht wiederkommen muss. Da hinten sind noch meine. Mein Lurchhaufen war da noch. Den habe ich noch nicht wiedergeholt. Seele von Abraxas. Die frisch abgetrennte Seele von Abraxas, glühend heiß vor Dämonenenergie. Es fühlt sich an, als sei die Seele noch immer lebendig, als hätte sie ein Bewusstsein. Ich möchte da eigentlich ganz gerne zurück um meine... Die habe ich doch nicht geholt, ne? Oh, ich hoffe, die sind jetzt nicht mehr da, aber ich möchte die halt eigentlich wirklich noch wiederholen. Die schwurbelten da ja noch rum. Okay, hier ist es leer. Da. So. Die wollte ich halt einfach noch wieder haben. Das war mir wichtig. So. Dann können wir jetzt auch wieder runter. Okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt setzt es sich nicht mehr in Bewegung, aber alles gut. Gut. Ich bereue nichts. Ich glaube, es war gut, dass wir Abraxas gekillt haben. Ich hoffe, dass diese Sicht der Dinge auch so bleibt. So, und die nächste Sünde, die steht uns eigentlich, glaube ich, auch bevor. Die müsste jetzt auch irgendwo bald sein, ne? Wir laufen gerade quasi immer so um sie rum. Okay, jetzt sind wir wieder am Anfang. Gut, okay. Gut, aber dann können wir uns jetzt an die Wand nageln. Guck mal, das hätten wir gar nicht gemacht. Wenn es da hinten weitergeht, dann hätten wir es ja wahrscheinlich nachher auch vergessen oder so, so wie ich mich kenne. Das wäre ja richtig ärgerlich.
So. An die Platte genagelt. Genagelt. Ja. Jetzt, ne? Lass mich erstmal ankommen. Merci beaucoup. Wie komme ich denn da drüben hin? Wie komme ich denn da drüben? Achso. Ja, genau. Mach lieber Unsinn, anstatt dass du hier, ne, um dein Überleben kämpfst. Oh nein. Ich versuche ihn gerade runterzubringen. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Vielleicht klappt das ja. Na, könnte er fallen? Nee, jetzt ist Feierabend. Ich kann ihn also nicht, aber er kann mich runterschmeißen. Toll, können wir ihn die ganze Zeit nach hinten schieben? Na, aber dann, wenn wir unser Ziel erreicht haben... Was ist denn jetzt los? Hatten wir keine volle AP? Wir haben doch immer volle HP, wenn wir von da unten wiederkommen, oder nicht? Habe ich mich jetzt geirrt? Ich habe gerade keine Ahnung, was passiert ist. Oh, nö. Wirklich? Oh, Kacke. Also gegen diese blöden Schildtypen werde ich jetzt mal anders vorgehen. Okay, im Moment kann ich nicht, weil ich gerade keine Option habe. Ja, komm her hier. Die sind einfach so grundnervig. Weil man halt überhaupt nicht an die rankommt. Ausweichen klappt auch immer nicht so wirklich. Och, komm, ey. Man merkt vielleicht auch, dass ich mit denen langsam meine Geduld verliere. Nun komm, lass mich zumindest mal springen hier, ja? Okay, jetzt hat sie sich zweimal geheilt, das ist auch super schlau. Auch diesmal gar nicht, ne? Na Mensch. Wer hätte es gedacht? Die Viecher, die nerven mich echt mit den dunklen Schilden. Vor allem, selbst wenn man ausweicht, man kann keinen Gegenangriff starten, weil sie sich dann schon wieder ihr dämliches Schild vor die Gosche halten. Das mache ich mal nicht. Nö, nö, nö. Lass mal gut sein. So. Wie ich immer Angst habe, dass ich das verkacke. Das ist unglaublich.
Ach Quatsch, andere Richtung. So, einmal. Obwohl, nee, ich kann jetzt eigentlich einmal kurz so bleiben. Das schadet ja nicht. So weit, so gut. Ach ja. Der Wechsel klappt mittlerweile relativ gut. Muss ich sagen. Das ist aber auch das Einzige, was bei mir gerade gut klappt. Also... So. Und ja, ich hätte die Pause schon lange machen sollen und nicht immer nur davon reden, aber jetzt will ich da auch noch vorbei. Also, immerhin können wir uns den Dicken da unten diesmal sparen. Das ist ja auch schon mal etwas. So. Wandnageln. So. Kollege Schnürschuh. Hui, ich glaube, aber das war gerade knapp, oder? Dicken doch mit geholt. Einmal bitte die Form wechseln. Ach, das können wir gerade nicht. Das ist okay. Jetzt? Okay. Ich würde gerade ganz gerne hier aus dieser beengten Ecke raus. Ich schmeiße mich hier gleich wieder runter. Heilen. Ich war gerade hinter deinem Schild, ist dir das bewusst? Ich würde ihn gerne öfter anzünden. Ja, sobald man irgendwas tut, hat der sofort sein dusseliges Schild parat. Gehst du mir auf den Pinkel? Die anderen wären mittlerweile auch ein bisschen viel. Ich müsste die auch mal irgendwie raus, aber irgendwie... So, nochmal heilen bitte. Alter! Oh, meine Güte! Was ein Krampf! Oh, kleines reicht gerade. Können wir mal benutzen. So, unseren Kram haben wir jetzt auch wieder. Hier liegt auch noch was. Oh. Das war das Stürmchen, das wir die ganze Zeit hören. Halt. Hier unten habe ich noch was erblickt. Muss ich natürlich haben. Oh, da ist noch mehr. Wohlgrimm. Oh, der hat mich gehört.
So, da werden wir jetzt erstmal ein bisschen was ausgeben. So, soweit. Oh Gott, haben wir jetzt viel. Womit kann dir dieser Bescheid? Lass als dir erstes. Ich wusste, du kannst nicht widerstehen. So, 6000 zahle ich dafür nicht, aber ein Chaos-Fragment. Eine ausgezeichnete Wahl. Und den Rest haben wir eigentlich. Das haben wir auch noch. Das lasse ich also erstmal. Den Rest haben wir eigentlich erstmal ganz gut. Normales können wir uns nochmal dazu holen. Ich wusste, du kannst nicht verstehen. So, für die kleine Heilung zwischendurch, aber den Rest werden wir jetzt mal wieder in uns investieren. Moment, mir fällt gerade ein, da war auch noch was mit Diamantspartsplittern und Fragment, also Engels- und Dämonenfragmenten. Also ein bisschen was muss ich noch behalten. Ja, komm. Bis wir wieder da sind, kriegen wir auch noch wieder ein bisschen was. Wie du willst. Da wollte ich ja jetzt nicht sofort hin, aber wir müssen hier jetzt auch mal wieder bisschen mehr Gesundheit, bisschen mehr Stärke, noch ein bisschen mehr Gesundheit und noch ein bisschen mehr Gesundheit. Ja, warum eigentlich nicht? Und dann noch ein bisschen Stärke. Magie lasse ich außen vor, haben wir einfach zu selten. Und wenn es denn noch solche Fregel sind, die uns dann einfach ihr Schild wieder vor die Gosche halten, bringt uns das sowieso nicht so viel. Von daher. So. Nun sind wir hier. Ich vermute mal, wir müssen darüber, ne? Ich bin mir sogar sehr sicher. Okay. Ich bin doch schon gelaufen. Ich habe wahrscheinlich zu lange gewartet mit dem Laufen. Zum Glück haben wir eben noch was ausgegeben. Oh mein Gott. Okay, ich muss also schneller laufen. Zum Glück müssen wir diesmal nicht den ganzen Weg wieder laufen. So, aber wir wissen ja jetzt, wo wir hin sollen. Das heißt, wir werden dann gleich direkt rüberjumpen. Holen wir uns unseren Scheiß noch wieder? So viel Zeit muss sein, ne? Müssen wir nicht da rein? Ich hätte jetzt vermutet, dass wir da unten in den Tunnel müssen. Müssen wir das nicht? Achso, oder ich kann natürlich mal warten, bis der Sturm ein bisschen weiter weg ist, ne? Also. Ich starte jetzt noch einen Versuch, ansonsten mache ich gleich eine Pause. Nee, woanders. Also da unten der Tunnel. Also das erscheint mir schon am sinnvollsten. Okay, der ist jetzt noch auf dem Weg darüber. Dann sollte ich das jetzt ja wohl schaffen, oder? Mehr rennen kann ich nicht. Okay, ich sollte für heute wirklich mal Schluss machen. Für heute muss es mal reichen. Dem ist so, also beim nächsten Mal wird es dann wieder besser. Also, ich verabschiede mich jetzt mal aus dieser Session und dann geht's in der nächsten an dieser Stelle weiter mit dem Supersturm. Den werde ich dann nochmal ein bisschen weiter wegziehen lassen. Er scheint ja direkt umzudrehen. Und ich werde mal schauen, vielleicht
Vielleicht wäre es ganz schlau, falls der Sturm darüber geht, dass ich ihn, so wenn er da ist, auf der Ecke. Weil dann hat er natürlich den längsten Weg. Was ist hier? Achso, gar nicht. Wegen dem Pfeil eben. Also, ach, unter uns? Das ist ja auch nicht schlecht. Aha. Ihr könnt uns gar nicht. So. Tja, mit diesem wunderschönen Ausblick verabschiede mich dann mal in die nächste Folge. Nein, in die nächste Aufnahmesession. Ich weiß gar nicht, ob es die nächste Folge wird. Oh, ich gucke gerade mal auf die Zeit. Oh, je nachdem, wie ich schneide, könnte ich das hinkriegen, dass wir uns in die nächste Folge verabschieden. Ansonsten einfach in die nächste Aufnahme. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.